Gute Nacht, bis dann. Und immer schön duzen. Wir sind ja unter uns. Jetzt. Nein. Gewürz aus Foto? Weiß nicht. Nee, auch nicht. Warum kann die jetzt mit dem Messer nicht das Foto kleiner machen? Aber ich schwätze es nochmal mit der Tante draußen. Ich schwätze es nochmal mit der Tante draußen. Vielleicht bringt es was. Nee, warte mal. Ich gehe nochmal rein. Ist da oben noch irgendwas? Lesegeräte. Diese ganze Ecke wirkt wie ein kleiner Schrein. Wie konnten die Menschen von ihren Medien nur so besessen sein? Ach, das kann ich dir erklären. Wenn du mal meine Kinder Diese ganze kennenlernst. Ecke wirkt wie ein kleiner Schrein. Wie konnten die Menschen von ihren Medien nur so besessen sein? Also nicht. Können wir hier das Kraftwerk-Video reinstopfen? Passt nicht. Die Kassette hat das falsche Format. Okay. Können wir hier unser Foto Ach reinstopfen? nee. Okay, wir gehen mal raus. Ich will gerne mal mit dir schwätzen. Hallo, die Erde sei mit dir. Was können wir für dich tun? Kannst du mir einen Presseausweis geben? Ich muss leider weiter. Dann bis bald. Die Erde sei mit dir. Ja. Das bringt nichts. Ist klar. Ein Foto? Ich weiß nicht. Naja, ich auch nicht. Irgendwie weiß ich gerade nicht weiter. Was mache ich denn jetzt mit dem blöden Foto? Das muss ich ja irgendwie klein kriegen. Ich muss doch da irgendwie irgendeine Möglichkeit haben, dass ich das auf den Presseausweis krieg. Und muss ich das irgendwie zusammenschneiden, oder? Wahrscheinlich muss sie irgendeine winzige Kleinigkeit, die ganz, ganz, ganz wichtig ist. Schubladen. Leer. Die hier. Ah, eine Schere. Ah. Die nehme ich mal mit. Eine Schere. Siehst du, ich habe eine Kleinigkeit übersehen die ganze Zeit. Leer. Aber jetzt schaue ich mal die anderen auch schnell durch. Leer. Nimmst du die Schere mit dem Foto? Jetzt sieht das Foto etwas weniger aus Ah. wie ein Unfall. Danke. Und jetzt probieren wir das mit dem Zucker nochmal. Zucker nehmen. Zucker auf die Herdplatte. Ich Foto weiß auf. nicht. Das bringt nichts. Ja, so eine nette Idee Das gewesen. Foto hat die richtige Größe, aber es klebt nicht. Ich wollte es mit dem Zucker zum Kleben bringen, Madame. Warum sollte ich sonst Zucker auf der Herdplatte erhitzen können? Das macht doch alles gar keinen Sinn. Aber vielleicht muss ich mit dem Messer abkratzen. Moment, genau. Also nochmal Zucker dahin. Messer. Ach, guckst du. Messer mit Kleber Jetzt auf ist die Foto. Rückseite des Fotos ganz klebrig. Foto auf So, Presseausweis. ich hoffe, das reicht. Oh, Mann. Ich hätte gedacht, ich krieg das nicht mehr hin. Immer so die richtige Dimple. Fehlt die Schere, ne? Plötzlich fehlt die Schere. Hallo Schnucki, guck, was ich hab. Ich wusste nicht, dass Live ein Frauenname ist. Ja, das höre ich sehr oft. Aber das Foto, das sind unverkennbar Sie, trotz dieses seltsamen Gesichtsausdrucks. Was heißt das jetzt? Darf ich rein oder nicht? Oh ja, natürlich. Gehen Sie durch. Danke. Mann, schwere Geburt. Schwere, schwere Meine Geburt. Damen und Herren, die Statistiken sprechen für sich. Was wir hier nicht sehen, ist die Gefahr eines Anstiegs von, Sie finden es in meinem Bericht auf Seite 512, Absatz 5. Den zugehörigen Graphen finden Sie auf
Seite 522, aber Sie haben es ja alles bereits gelesen. Das Wesentliche, also was ich sagen wollte. Ja, vielen Dank, Herr Burkhardt. Ich denke, das genügt uns als Einblick. Ich war noch nicht. Wir werden nun noch einmal Herrn Indes die Gelegenheit geben, zu den Ausführungen des Professors Stellung zu nehmen. Nach einer kurzen Pause folgt das Gutachten des Inspektors der Umweltbehörde, Dr. Braun. Herr Indes, bitte. Indes. Danke für Ihre amüsanten Ausführungen. Aufgrund des fortgeschrittenen Zeitrahmens werde ich mich kurz halten. Ich denke, das ist auch in Ihrem Sinne. Meine Damen und Herren, so ausführlich der Bericht unseres geschätzten Herrn Professors auch war, die Antwort auf die einzig relevante Frage in diesem Zusammenhang ist er uns schuldig geblieben. Die Frage lautet: Wo sind die Alternativen? Es ist nun mal Fakt, dass wir in den besprochenen Staaten mit einer dramatischen Unterversorgung konfrontiert sind. Und wer soll diesen Energiebedarf decken? Meine Kraftwerke sind sicher, sie sind sauber und sie verursachen deutlich weniger Schadstoffe als zum Beispiel Kohlekraftwerke. Welche wundersame Zauberenergie sollte diese erprobte, sichere und saubere Technologie ersetzen können? Wer soll sie uns liefern? Ben Svensson. Er kennt eine Methode, Wasserstoff aus Blaualgen zu gewinnen. Sehr gut. Unsere charmante neue Expertin in der Loge mag vielleicht nicht mit dem Protokoll dieser Anhörung vertraut sein, aber sie bringt es auf den Punkt. Es gibt keine ernstzunehmenden Alternativen. Aber die Wasserstoffalge funktioniert. Sie... Es gibt keine Technologie, die auch nur in Ansätzen mit der Effizienz meiner Kraftwerke konkurrieren kann. Soweit ich weiß, hat Ben Svensson selbst die Forschung an dieser Technologie aufgegeben. Blicken wir den Tatsachen also ins Auge. Atomkraft von Indes Industries ist der einzig logische Schritt in eine gesicherte Zukunft. Aber... Ich muss Sie bitten, die Veranstaltung nicht länger zu stören. Bei einem weiteren Zwischenruf bin ich leider gezwungen, Sie des Saales zu verweisen. Ich kann nicht glauben, dass ihr diesem Blender Gehör schenkt. Es geht um unseren Planeten. Keine weiteren Störungen. Vielen Dank. Tja. Tja. So ist es halt, gell? Geld regiert die Welt. Fräulein? Was? Richten Sie doch bitte der Küche aus, dass die Häppchen bald zur Neige gehen, ja? Aber... Kein Aber. Sagen Sie der Küche, Dr. Braun schickt Sie. Ja, der Dr. Braun. Aber ich arbeite nicht für die Küche. Ich dachte, Sie gehören zum Personal wegen der Uniform. Was führt Sie sonst hierher? Ich bin von der Presse. Dann muss ich Ihnen leider mitteilen, dass ich keine Interviews gebe. Alles, was ich zu sagen habe, steht in meinem Bericht. Oder hören Sie doch nachher einfach meinen Vortrag an. Und da hinten qualmen die Indes-Kraftwerke, oder? Ich weiß, das hört sich verrückt an, aber... Aber was? Ja, sagen wir es ihm doch mal. Das Kraftwerk von Indes wird in einer Woche hochgehen. Woher wollen Sie das denn so genau wissen? Sind Sie etwa eine Terroristin? Nein, ich... Dann geben Sie doch bitte nicht solche unqualifizierten Prognosen ab. Die von mir geprüften Kraftwerke haben alle Bedingungen erfüllt und sind sicher. Mhm. Ja, das ist hier ätzend. Eigentlich können wir doch mal mit dir reden. Hallo. Ah, Sie schon wieder. Was wollen Sie? Unser Gespräch. Wegen unseres Gesprächs vorhin. Da gibt es nichts mehr zu sagen. Hören Sie doch einfach nachher meinen Vortrag an. Oder lesen Sie meinen Bericht. Da steht alles drin. Okay. Dafür hast du leckere Gewürze auf dein Häppchen verdient. Mal sehen, wie ihm das schmeckt. So. Mal gucken, was passiert. Okay, hört sich ein bisschen ungesund an. Mhm.
Gläser ansehen. Was ist denn das? Bowle, grausiges Zeug. Aber leider das Einzige, was es hier am Buffet zu trinken gibt. Ja, dann nehmen wir doch mal eins mit. Und trinken wir doch mal eins. Das überlasse ich lieber anderen. Ach komm, stell dich nicht so an. Können wir da auch so Zeug reinschütten? Okay, war eine blöde Idee. Ich gebe es ja zu. Gehen wir mal dahinter. Musiker. Kannst du auch mal was anderes spielen? Scheinbar nicht. Musiker sprechen nicht mit jedem, alles klar. Faye, kannst du mich hören? Wie ist dein Status? Ich bin auf der Konferenz, konnte auch schon mit diesem Dr. Braun sprechen, dem Experten, auf den hier alle hören. Und, was hat er gesagt? Er hat mir nicht richtig zugehört und sich nur für das Essen interessiert. Wie ich es mir dachte. Diese Konferenz ist eine reine Show. Also, wie sieht jetzt dein Plan aus, Faye? Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Dann lass mich mit ihm reden. Ich habe da meine ganz eigenen Methoden. Aber dazu musst du mir irgendwie Zugang zum Konferenzgebäude verschaffen. Und zwar so, dass mich der Türsteher dabei nicht sieht. Wieso das? Wir hatten eine kleine Meinungsverschiedenheit. Ist ja auch egal. Tatsache ist, du musst einen Weg finden, wie ich unbemerkt ins Gebäude komme. Okay, bis gleich. Oh je, oh je. Fahrstuhl. Dann gehen wir mal rein. Wo kommen wir jetzt hin? Ah ja. Kamera, ist aber. Machen wir mal da. Ein Schalter mit einem Schlüsselloch. Ein Schalter mit einem Schlüsselloch. Das funktioniert nur mit einem Schlüssel. Ja, habe ich verstanden. Man kann es ja trotzdem mal probieren, ne? Kartenschloss. Ohne die richtige Karte tut sich da nichts. Ja, auch klar. Aber kurz unten unseren Inventarleiste weg. Da ist nix. Da ist nix. Mann, du. Da geht's aus, sie. Wollen hier nichts machen und die Autos auch nicht. Sinnlos, okay. Gehen wir wieder. Könnte der Weg zu den Hygienekammern sein. Hygienekammern, Das kann warten. Was haben wir hier? Diese stromsparenden Türen sind wirklich praktisch. Toll, Schild. Sieht aus wie das Zeichen für eine Abstellkammer. Okay, sieht auch. Ja, ich hab's verstanden. Und du? Auf dem Schild sind ein Mann und eine Frau zu sehen. Könnte der Weg zu den Hygienekammern sein. Die Tür hier. Von dieser Seite aus kann ich die Tür nicht öffnen. Okay. Was bist du für einer? Ohne ihn würde der Raum ganz schön leblos aussehen. Oh, er rührt sich auch nicht wirklich. Hallo. Die Welt wird bald untergehen. Manche Leute wollen einfach nicht hören. Ja. Saalwache. Hier kann man ja keinen Schritt laufen, ohne über einen Türsteher zu stolpern. Ja. Leider. Halt! Sie haben hier keinen Zutritt. Wieso das? Nur Konferenzteilnehmer dürfen diesen Bereich betreten. Tut mir leid. Okay, da brauchen wir nicht runter. Dann gehen wir hier wieder raus. Wir können ja mal auf die Terrasse rauslaufen. Da stand doch gerade jemand. Oh, da stehen ganz viele. Wenn wir das Megafon nehmen, oder? Dann können wir da was rufen. Damit sollten wir die Menschen endlich mal zuhören. Weiß nicht. Aber drei. Hört mir zu! Hört ihr zu! Hört ihr zu! Hört ihr zu! Keine Ahnung. Reaktoren gehören verboten! Reaktoren gehören verboten! Bringt ja nicht viel. Reaktoren gehören
Hört mir zu! Hört ihr zu! Hört ihr zu! Hört ihr zu! Aye. Kein Meiler im Regenwald! Stopp den Kahlschlag! Kein Meiler im Regenwald! Stopp den Kahlschlag! Kein Meiler im Regenwald! Ach, das ist doch Blödsinn. Okay, wir gehen mal wieder. Gucken wir, was wir sonst noch machen können. Dr. Brown mit seinen Häppchen. Gehen wir mal da lang. Da waren wir auch noch nicht. Oh, guck mal. Die Leuchter ansprechen. Hallo, darf ich dich kurz stören? Es ist. Was machst du hier auf der Konferenz? Ich bin für die Beleuchtung der Konferenzbühne zuständig. Und für das Einspielen von Videos während der Vorträge. Oh, cool. Warum beobachtest du die Demonstranten? Na, weil ich wissen will, was diese Spinner treiben. Dass die in der Nähe der Tiefgarage stehen, gefällt mir überhaupt nicht. Was ist daran so schlimm? Schauen Sie kein Fernsehen? Solche Demos ziehen doch nur meistens Chaoten an, die dann Autos abfackeln. Oh Mann, warum bin ich nur heute nicht mit dem Bus zur Arbeit gekommen? Im Moment sieht die Demo ja ganz friedlich aus. Ich hoffe, das bleibt auch so. Gibt's sonst noch was zu klären? Die Demonstranten scheinen ziemlich aufgebracht. Schau mal. Echt? Ach, so sind die doch noch harmlos. Das sehe ich auf einen Blick. Ja. Warum schaust du dir dieses Ding da auf dem Bildschirm an? Ding? Das ist ein 74er Third Tarpon Roadster mit offen liegendem Big Block Kompressor. Der holt 410 Pferdestärken aus dem 12-Zylinder raus. Beeindruckend, nicht? Dadurch beschleunigt mein Baby in 3 Sekunden auf 100 und lässt jeden anderen Wagen in eine Abgaswolke zurück. Denkst du überhaupt mal daran, wie sehr du damit der Umwelt schadest? Nein. Wegen so rücksichtslosen Menschen wie dir steuert die Erde auf eine Klimakatastrophe zu. Wusste nicht, dass sie auch zu diesen Öko-Fanatikern gehören. Lassen Sie mich bloß in Ruhe mit diesem Umweltschutzgeschwafel. Und wehe! Ihre Demokollegen da draußen kommen meinen Wagen zu nahe, dann verarbeite ich die eigenhändig zu Straßenbelag. Eieiei. Im Moment sieht die Demo ja ganz friedlich aus. Ich hoffe, das bleibt auch so. Gibt es sonst noch was zu klären? Ja. Ich komme später nochmal wieder. Jetzt müssen wir die Demonstranten aufbringen, oder? In irgendeiner Form. Wie kriegen wir das jetzt hin? Gucken wir mal kurz raus. Na. Kein Meiler im Regenwald! Stopp den Kahlschlag! Okay. Kein Meiler im Regenwald! Stopp den Kahlschlag! Es sind also die schreien hier rum. Die schreien, was wir schreien. Jetzt müssen wir denen irgendwas schreien lassen, damit der andere meint, es ist schlimm. Eieiei. Eigentlich müsste man die irgendwas... Ich weiß nicht. Nee, halt, ich hätte auf die Dings raus müssen. Auf die Terrasse. Zumindest müssen wir den beleuchtet irgendwie aus dieser Dings da oben rauskriegen, glaube ich, ne? In irgendeiner Form. Kein Meiler im Regenwald! Stopp den Kahlschlag! Kein Meiler im Regenwald! Hört mir zu! Hört ihr zu! Hört ihr zu! Hört ihr zu! Lieber heute aktiv als morgen radioaktiv. Lieber heute aktiv als morgen radioaktiv. Lieber heute aktiv als morgen radioaktiv. Lieber heute aktiv als... Oh, ob das schon reicht? Ich glaube nicht. Na dann... Hallo, darf ich dich kurz stören? Es ist. Sind aufgebracht, guck mal. Die Demonstranten scheinen ziemlich aufgebracht. Schau mal. Echt? Ach, so sind die doch noch harmlos. Das sehe ich auf einen Blick. Ja, ich komme später nochmal wieder. Warte mal. Lieber heute aktiv als morgen radioaktiv!
Sprechen wir den nochmal. Lieber heute aktiv, als morgen radioaktiv. Warum reagierst du so gereizt, wenn man dich anspricht auf deine... Auf meine was? Ohren. Nein, das hatten wir schon. Wie? Nein. Ja. Ich komme später nochmal wieder. Wie Sie wollen. Ich werde hier so schnell nicht weggehen. Platze. Lieber heute aktiv, als morgen radioaktiv. Der hat's nicht gern, wenn man ihm auf seine Frisur anspricht, ne? Aber... Müsste mal die... Lieber heute aktiv, als morgen radioaktiv! Lieber heute aktiv, hört mir zu! Hört ihr zu! Hört ihr zu! Hört ihr zu! Wart mal... Wir probieren es mal kein mit dem... Kein Meiler im Regenwald! Stopp den Kahlschlag! Kein Meiler im Regenwald! Stopp! Und jetzt sprechen wir nochmal den Dings an. Mal gucken, ob das was bringt. Ich weiß es nicht. Kein Meiler im Regenwald! Stopp den Kahlschlag! Hallo. Ja? Kein Meiler im Regenwald! Stopp den Kahlschlag? Ihr glaubt wohl, ich verstehe nicht, worauf ihr anspielt. Kein Meiler im Regenwald! Stopp den Kahlschlag! Findet ihr das etwa witzig? Das ist eine vererbte Krankheit. Wenn ihr nicht sofort aufhört, lasse ich den Platz räumen. Wir haben ein Recht auf freie Meinungsäußerung. Genau! Du Fascho! Schnauze, ihr Körnerfresser! Oder ich zeig euch, was Kahlschlag ist! Ach ja? Dann komm doch her, wenn du dich traust. Wisst ihr was? Das mache ich, wenn ihr nicht sofort aufhört. Ich glaube, wir haben es geschafft.